Der wichtigste Ratschlag ist eigentlich für mich, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Heißt, wenn man seine Ziele eigentlich immer vor Augen hat, dass man immer dorthin gelangt und auch wenn es Hindernisse zu überwinden gibt, dass man einfach nur an sich glauben muss. Mein Name ist Jessica Strake. Ich mache eine Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank und befinde mich momentan im zweiten Lehrjahr. Mein Highlight war, dass ich einmal ein Kundengespräch selber übernehmen konnte. Da ging es um eine Kontoeröffnung. Da hat der Berater dann bei mir gesessen, um einfach nochmal zu schauen, ob alles so passt, um mich zu unterstützen. Und ich durfte dann das Gespräch ganz alleine mit dem Kunden führen und ihm alles erklären über das rund um das Konto. Und der Kunde war auch komplett zufrieden. Eine große Herausforderung ist, dass jeder Kunde anders ist und es gibt auch Kunden, die etwas schwieriger sind, wo man dann eben schauen muss, wie man auf einen gemeinsamen Nenner kommt, damit beide einfach glücklich sind und ihren Wunsch erfüllt bekommen. Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank ist eine Bank speziell auf Heilberufler zugeschnitten, für sozusagen Apotheker und Ärzte und Medizinstudenten. Im Alltag begleitet man dann als Azubi die Bankberater. Da ist man immer mehrere Wochen in der Filiale bei sich vor Ort und alle paar Wochen wechselt man dann zur Berufsschule, die dann in Münster stattfindet. Wir haben eine Ausbilderin, die für uns zuständig ist und wir durchlaufen sozusagen mehrere Stationen. Heißt, wir sind am Anfang der Ausbildung Filialservice, da ist dann jemand für uns zuständig, der uns alles zeigt. Danach kommen wir zum Studentenberater, der uns dann seinen Alltag zeigt. Und dann gibt es bei uns noch die Berater für die angestellten Heilberufler und die selbstständigen Heilberufler. Und man hat in jeder Station sozusagen einen Ansprechpartner. In der Filiale ist man auch am Telefon, heißt, man nimmt Kundentelefonate entgegen, versucht weiterzuhelfen. Oder auch direkt mit dem Berater zu verbinden. Man bereitet die Kundengespräche vor und bereitet sie auch nach, die man dann mit dem Kundenberater begleitet. Und man bearbeitet auch die Post, die von den Kunden einkommt. Während der Berufsschulzeit ist man in Münster. Dort hat man ganz normalen Berufsschulunterricht. Da hat man zum Beispiel die Fächer wie Rechnungswesen, Bankbetriebslehre oder auch Politik. Die Berufsschule ist in einem Internat aufgebaut, heißt, man übernachtet dort mit den anderen APO-Bank-Azubis und geht dann jeden Tag zusammen frühstücken und dann auch zusammen zum Berufsschulunterricht. Nachdem ich mein Abitur gemacht habe und mich bei der APO-Bank beworben habe, wurde ich zum Online-Test eingeladen. Nachdem ich den dann bestanden habe, wurde ich dann nochmal zum Telefoninterview eingeladen. Da wurde man dann ein bisschen interviewt. Wie man zur Ausbildung gekommen ist, warum man das machen möchte und auch noch generell ein paar Fragen über einen selbst. Und dann wurde ich zum richtigen Gespräch eingeladen, nach Düsseldorf in die Zentrale. Und da wurde ich dann auch am nächsten Tag direkt schon angerufen, dass ich den Ausbildungsplatz bekommen habe. Also man soll auf jeden Fall Spaß im Umgang mit Kunden haben. Man sollte sehr offen sein, auch gegenüber Neuem. Aber auch sehr flexibel, weil jeder Kunde ist anders und auch die Berufsschule. Und es kann sein, dass man mal 2 Monate in der Bank ist und dann 2 Wochen in der Berufsschule. Es kann aber auch mal sein, dass man 2 Wochen in der Bank, 2 Wochen in der Schule und wieder 2 Wochen in der Bank und dann 3 Wochen in der Schule ist. Also da muss man auf jeden Fall sehr flexibel sein und sich das alles so planen und legen.